Hallo, ja, hallo. Das hier ist ein vorproduziertes Video für Samstag. Das hier, weil nämlich am Samstag bin ich Vierter. Ja, Vierter. Das werdet ihr jetzt dann die Belohnung wahrscheinlich nicht sehen. Ich zeig's mal. Ich zeig's euch im Nachhinein. Weil jetzt, weil morgen habe ich nämlich keine Zeit. Da bin ich wo eingeladen. Und da kann ich dann eben nicht. Und das ist ein Grund, wieso ich das heute schon aufnehme. Aber falls es irgendeine krassere Belohnung gibt, dann werde ich mit der noch nichts machen, außer sie halt dann abholen. Aus dem Adventskalender. Das machen wir dann alles zusammen. Genau, und hier ist gerade, fehlt mir der. Genau, der hat mir gefehlt. So. Die Frage ist, was machen wir? Dies weiß ich leider nicht. Es klang gerade wieder wie Kikariki. So. Jetzt langweilig. Ich habe nämlich heute schon ein Video aufgenommen. Ich weiß es nicht so ganz. Ah, ich weiß aber, was wir machen können. Wir können irgendjemanden besuchen. Genau. Irgendjemand über Level 90. Da wäre Maroja. Oder die Ming. Aber bei der Ming waren wir schon mal. Gehen wir mal zu Maroja. Da waren wir noch. Wobei doch, da waren wir auch schon mal. Gehen wir zu irgendjemand anderem. Lad nicht so lange, ich gehe direkt wieder zurück. Wow, das ist mein Zoo, oder wie? Schlauheit Zani, da waren wir auch schon. Thea Johnson, das könnte aber ein echter Geheimtipp sein. Gehen wir mal hierher. Ach ja, ah doch, das haben wir schon mal angeschaut. Aber bevor wir uns hier weiter dem hier widmen, muss ich euch noch kurz etwas sagen. Also wahrscheinlich die meisten von euch kennen wahrscheinlich Spotify. Also sehr wahrscheinlich. Und einige von euch werden wahrscheinlich auch ein Abo haben bei Spotify. Ich habe nämlich ein 10 Euro, also nicht ein 10 Euro Abo, wir haben ein Familienabo. Für 15 Euro kostet das, glaube ich, im Monat, keine Ahnung. Und von meiner Seite aus zahle ich dieses Abo auf jeden Fall dermaßen aus. Bei Spotify hat mir nämlich meinen Jahresrückblick gegeben. Jetzt wird es gleich bekloppt. Ich habe nämlich mehr als 86.000 Minuten Spotify gehört. Also 98% mehr als jeder andere Österreicher. Mehr als 98% der restlichen Österreicher. Naja. Egal, ist jetzt nicht so wichtig für das hier. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es irgendwie halt auch bekloppt ist. Genau wie ich selbst. So, schauen wir mal hier. Ach, das sieht schön aus. Das wird, glaube ich, ein cooler Zoo. Also die Ersteindrücke hier von sind schon mal sehr schön. Das hier gefällt mir auch. Sieht gut aus. Schauen wir mal da hoch. Ja, das hier ist dann halt, da wäre, denke ich, mit Terran Editor mehr gegangen. Es sieht nicht schlecht aus, aber für eine Glatte 10 von 10 reicht nicht. Hier unten 10 von 10 würde ich jetzt auch nicht vergeben, aber mindestens 7 von 10 auf jeden Fall. Oh, Baby-Kängurus. Pipis. Hier kann man auch ein Kind was geben. Also das, was war denn das? War das die Bongo-Antilope? Nee, oder? Das war nicht die Antilope. Ich habe keine Ahnung, was das war. Da, ich muss das drehen, du. Die Weißschwanzgnus, die müssen wir auch noch kaufen. Für uns selber. Aha. Ist eigentlich ein interessantes Konzept hier. Aha.
Noch ein Kind. Nee, dem gebe ich jetzt noch nichts. Und dem auch nicht, weil dann wäre ich durch. Hier. Ich merke schon. Ah, da gerade irgendwas geht. Keine Ahnung. Ich merke schon, es ist sehr auf einfach Erfolg ausgelegt. Und nicht auf darauf, dass viel Deko da ist. Ah, da hinten ist sehr viel Deko und auch Blumen. Mir scheint, es ist ein Zuschauer von der Ente. Aber seine Taktik ist ja genau gleich. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Fan bin von dieser Taktik. Einfach, weil es mir selbst halt auch wichtig ist, dass wir hier, also dass der Zoo schön freundlich aussieht. Das kriegt sie an manchen Ecken auch hin. Auch ohne viel Deko. Aber eben nicht an allen. Nicht an allen. Boah, da sind wir jetzt wieder hier. Sind wir da gerade so oben drüber gegangen. Oh, schaue ich mir jetzt nochmal an. Darüber. An. Aha. Ich fasse hier ganz drüben. So weit bin ich, glaube ich, nicht rübergekommen. Aber doch, doch. Weil das ist ja nicht die Seite, das geht nach. Das ist eigentlich oben. Suchen wir einen neuen Ort noch oder gibt es hier nichts mehr? Ich glaube, da gibt es nicht mehr. Naja, das ist mein Fazit zu dem Zoo. Also grundsätzlich, also an einigen Stellen sieht es echt cool aus. Aber an anderen Stellen, siehe das hier. Gut, das ist okay. Ich meine, das ist ja jetzt nicht zum, es gehört jetzt nicht wirklich so zum Zoo, aber an, also ganz manchen Stellen, das ist ein spezieller Fall. Wo zum Beispiel haben wir das hier? Hier. Ich weiß nicht so ganz. Da ist halt einfach keine Deko, das wirkt nicht sehr freundlich, sag ich mal. Ich weiß, es ist voller Kritik damit, aber ist halt jetzt so meine Meinung, leider. Oh. Fühlt sich nicht so gut an. So zu rühren über den Zoo von dem anderen. Naja. Ja, 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 ja. Oh, kommt die Melodie? Bitte schön. Ja, ich glaube, es ist selbst erfunden oder so. Ist auch manchmal, dass er einfach so in der Melodie losmurmelt, ohne dass ihr wisst, woher die kommt. Also wie solche Komponisten, dann ist man wie sein eigener Komponist. Dann findet man sich so eine 2-Sekunden-Melodie. Und die fällt einem danach nie mehr ein. Das gibt's ja auch öfter. Wir finden noch auf Level 6 3.850. Das können wir nicht. Dazu müssten wir auf Platz 7 oder höher sein. Und ja. Ich denke, in 3 Wochen könnten wir es haben. Oder in 4. Aber ja. Okay. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Hier auf der Seite ist ein Video und eine Playlist. Könnt ihr euch beides natürlich gerne anschauen. Was ihr auch sehr, 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 gerne machen. Nämlich mich abonnieren. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.